benötige eine Fähre nach Wortham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Hoch, hoch. Ah. Oh, sieht das gut aus hier. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Bei allem, was heilig ist, die Stadt brennt. Wo ist er denn jetzt hingesprungen? Einfach ins Wasser, oder wie? Aha. 2 Gold. Du finanzierst meine zukünftigen Abenteuer, mein Freund. Denen, die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen. Ach, kommt ihr Schwächlinge, ihr könnt mir doch eh nichts. Wie man schon aus früheren Erlebnissen und Konfrontationen weiß, der Priester Betrachtung. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus dem Netz geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. Moment mal, wir wissen nicht, was an diesem Ding heilig ist. Obwohl, wenn der Typ vom Himmel gefallen ist. Ich weiß nicht, in der Vorschau gab es, also ich habe ja einen Vorwort zu Diablo 3 aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendjemand hier gesehen hat, der das Let's Play momentan verfolgt. Ist auch in der Playlist drin und da ging es um einen Engel, der in Diablo 2, was ich selber nachher noch nie leider noch nie gespielt habe. Da hat er den Menschen geholfen, gegen die Lords, abgesehen von Diablo, zu kämpfen. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Ja gut, dann lauft nicht machen weg. Wir das. Das würde euren Tod bedeuten. Alter, ich kann gerade nicht. Ich muss hier noch ein paar Hindernisse wegräumen. Und meine Überlegung wäre jetzt, dass ja möglicherweise der Typ, der vom Himmel gefallen ist, ein Engel ist. Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in. Und in dem Fall, ja, hallo Magda, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Wie geht's dir denn? Guck mal, was ich mitgebracht habe. Hammer aus dem Baumarkt. Ose Mordär. Morddreck. Was ein Scheiß, Alter. Ach du Scheiße. Nein. Ja, mein Problem, Leute. Die hauen ganz schön drauf. Na, jetzt reicht's aber. Was für eine Monströse. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Ich gehe voraus. Ja, tschüss, Lea. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch unser ja, Leben. Ich weiß. Aber da seid ihr nicht die Ersten. So. Und dann könnte es ja sein, dass dieser, jetzt um nochmal auf meine Memoiren zurückzukommen, dass der Kerl, der vom Himmel geflogen ist, dieser Engel aus dem zweiten Teil von Diablo ist. Oder aus dem Vorwort zumindest. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Aber das können wir erst mit Sicherheit sagen, wenn wir dieses dritte Schwertstück haben. Oh, das war jetzt nicht so klug. Lea, kannst du uns irgendwas sagen über den Tempel? Der überflutete Tempel war einst als Sarzeum im Nee, das ist jetzt zu lange her. Der überflutete Tempel ist out. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Ja, endlich. Es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihm gekostet hat. Uns gekostet hat. Ja, das Leben ist schon traurig. Die Kapelle brennt ja auch. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen und leuchtet mit seltsamer Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Also den Kirchenvorplatz haben wir ganz schön demoliert. Ja, mach das mal. Wir unterdessen in den Keller der Kapelle von Wortham. So. Da.
glühendes Schwertbruchstück. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Na, das ist ja super gelaufen. Alter. Alle Mann, ab geht's. Neu Tristram. Oh ja. Hier sind wir. Und wir haben gerade mal so viel Gold mitgebracht. Das ist ja echt scheiße. Na, ich habe jetzt genau die falschen Sachen verkauft. So, du kommst raus, du kommst raus. Bei dir überlege ich noch, ob ich dich mitnehme. Werteveränderung bei Anlegen. Minus 0,2% Schutz und minus 1,5 Schaden. Jetzt nehmen wir mal an, ich drehe das hier um. Nein. So, nochmal. Wir nehmen einmal, ich mache das jetzt so. Und wenn ich das jetzt anlege, dann habe ich... Naja, eigentlich wird alles besser. Also nehmen wir doch die. Und verkaufen die 40er Rüstung. So, und die beiden anderen Sachen werden verschrotet beim Schmidt. Der Schmidt hat immer so interessante Sachen für uns. Sehr schön. Weiter geht's. Wir machen jetzt übrigens mal ein bisschen was anders. Nämlich so. Also dann. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren. Oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. Oder du. All dieser Schmerz. All diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meine Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Scheiße. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel. Scheiße, ey. Du darfst nicht sterben. Krasses Mädchen. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert zusammen. Muss wieder zusammengeführt werden. Komm schon, Kane. Okay. Ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich Deckard. Wir kommen zu spät, Leute. Deckard Kane ist tot. Wie viel kann ich mir in das Haus rein? Und wer hat das Schwert? Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Engel oder Mensch, wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich bin bereit. Ich auch. Aber gib mir das Schwert mit. Tagebuch. Und des Priesters Betrachtung, Teil 1. Einer der Männer hat eine... Achso, wir können...
Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus dem Netz. Ach so, das kennen wir ja schon. Liste haben wir hier übrigens. Da können wir alles nochmal nachhören. Das ist natürlich cool. Aber das ist jetzt nicht das, wofür wir uns Zeit nehmen sollten. Huch, Lea hat ja immer noch so ein Sternchen. Ich frage mich, was das ist. Leas Macht. Diese verdammte Macht in mir. Onkel Deckard sagte, ich hätte sie von meiner Mutter. Er versuchte mir mit seiner horatrischen Ausbildung beizubringen, sie zu beherrschen, doch es hat nie funktioniert. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Er war ein großartiger Mann. Allerdings, so, jetzt ist der Stern bei ihr weg. Jetzt können wir noch mit dem... Ich dachte, der Schuft da unten hat auch noch so einen Stern. Ich weiß aber nicht, warum. Inventar. Lass mal sehen. Ja, der ist... toll. Nee, also... da müsste man mal ordentlich peppeln. Giftbolzen. Skrupellosigkeit. Abbrechen. Was haben wir hier? Verschwinden. Der Schuft verschwindet für eine kurze Zeit, wenn er in Gefahr ist. Ja, das ist cool. Giftbolzen, verkrüppelnder Schuss. Nimm mal einen Giftbolzen. Jano verlangsamt das Ziel, verschießt einen tödlichen Gift. Nehmt bloß nicht diesen Templer mit. Der wird euch nur mit seinem Gewäsch zu Tode langweilen. Tja, ich mag meinen Templer, der hat immer all meine Sachen. Und für dich habe ich überhaupt nichts Gutes. So, wir wollen nochmal kurz hier mit dem Bjorn reden. Ich habe das von Deckard Kane gehört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihn wirklich gemocht. Habe mich stundenlang mit ihm über sein Leben und so unterhalten. Ich... Weißt du, was ich am alten Kane vermissen werde? Wie er einfach am Tisch da drüben gesessen und uns beim Quatschen zugehört hat und einfach nur gelächelt hat, als wüsste er was wirklich. Das ist ja geil gemacht, dass jetzt hier alle über den Kane reden. Na gut, dann... wollen wir mal hier übrigens die ganzen Möglichkeiten ist noch reden. Lyndrons Herkunft, der reulose Schuckel Königshafer Kreuzfeuer. Ist jetzt nicht das Spannendste, weil ich die Dialoge in Diablo 3 irgendwie ziemlich langweilig finde. Sage ich jetzt einfach mal. Also da kann man, das kann man echt schöner machen. So, jetzt müssen wir nur hier wieder raus aus der Kapelle und dann rauf, rauf, rauf. Irgendwann sind wir schon da. Virgil, tot. Dann habe ich das erste Mal ganz übersehen. So, ich schätze mal, dass es hier oben rausgeht. Ja, genau. Und jetzt, glaube ich, kommt die erste längere Reise, die wir vor uns haben, durch die Höhlen von Wortham. Das ist jetzt eine Frage der Ehre. Wir dürfen nicht zögern. Ich habe noch nie gezögert. Klippen von Wortham. Sieht auch cool aus hier. Mit diesem reißenden Wasserfällen. Wassermassen. Truhe. Ah, Lederhosen. 19 Beinschutz. Ja, das ist ja eine super Lederhose. Kannst du auch direkt wieder zurück zum Schneider geben. So ein dünnes. Höhlen von Arene. Arane? Keine Ahnung. Jedenfalls Höhlen. Und da ist die Kapelle, oder? Und wer ist hier ein Stück des gefallenen Sterns niedergefallen, niedergerungen worden und niedergekommen? Der Dorfbewohner. Spinnenweben. Es fehlen eigentlich nur noch die Standardgegner in jedem Spiel. Spinnen. Ansonsten haben wir alles gesehen. Und Zombies. Zombies fehlen auch. So, was bist du denn? Verrückter Einsiedler, wunderbar, mit dem will ich reden. Los! Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Ah, das ist super! Hast du auch noch was von dem Kraut für mich? Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Richtiger Gandalf. Luft ist schwer von Furcht. Ich hab dafür... ich wurde mit einem speziellen Furchtgeruchssinn geboren. Aha! So Spinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen. Doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Spinnen. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden.
Ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Atemkörper. Nicht genug Mut. Nein, Riesenspinnen. Superklasse.